Hallo zusammen, hier ist die Caro mit Ariel Autumnfall. Hallo zusammen, hier ist die Caro mit Ariel Autumnfall. Ja, ihr habt richtig gehört, Ariel Autumnfall, das hier ist mein zweiter Account und den möchte ich euch heute mal so ein bisschen vorstellen. Ich habe lange überlegt, ob ich meinen zweiten Account hier auf meinem Kanal überhaupt vorstellen soll, da ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob Ariel überhaupt eine große Rolle hier auf meinem Kanal spielen wird. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt trotzdem einfach mal. Vielleicht interessiert es euch ja. Wie ihr seht, ist Ariel aktuell Level 13. Ich bin im Moment fleißig dabei zu leveln. Allerdings nicht jeden Tag. Also ich spiele nicht jeden Tag mit Ariel, sondern nur so ab und zu. Und ich spiele im Moment auf Server 11, das heißt Server Icy Palace. Kann aber da nicht so wirklich sagen, ob ich dauerhaft auf diesem Server bleiben werde oder ob ich irgendwann mal wechseln werde. Den Account habe ich übrigens Mitte November 2020 erstellt und habe mir dann Mitte November direkt Lifetime Star Rider geholt. Das war im Angebot. Aber ich habe mir vorgenommen, mit diesem Account keine Starcoins zu kaufen. Also ich werde mir nur Pferde kaufen von den wöchentlichen Starcoins, die ich mir so anspare. Ich hoffe, ich kann mich daran halten. Ich hoffe, ich werde nicht schwach und kaufe doch irgendwann mal Starcoins. Aber wie gesagt, im Moment habe ich mir vorgenommen, keine Starcoins mit diesem Account zu kaufen. Jetzt werden sich wahrscheinlich auch einige fragen, warum ich mir überhaupt einen zweiten Account erstellt habe. Das hat zwei Gründe. Zum einen habe ich mit der Theresa Winterfall aktuell überhaupt nichts mehr zu tun, außer Jorvik-Schillinge zu sammeln und Pferde zu leveln, denn ich habe überhaupt keine offenen Quests mehr. Und da man ja zu Corona-Zeit nicht so viel machen kann, habe ich mir gedacht, ich erstelle mir einfach mal diesen zweiten Account, dann habe ich wieder ein paar Quests, die ich machen kann. Und der zweite Grund ist, der Account Theresa Winterfall ist wirklich schon sehr alt. Der wurde 2012 erstellt und in der Zwischenzeit hat sich ja so einiges verändert. Ich wollte einfach mal mit einem neuen Account nochmal alles von vorne erkunden, schauen, was sich so in der Zwischenzeit verändert hat. Ja, das ist so der zweite Grund. Jetzt würde ich aber mal sagen, wir gehen zu meinem Heimatstall, der ist nämlich hier in Moorland. Und dann zeige ich euch auch mal meine Pferde und was ich so alles in meinem Kleiderschrank habe. Übrigens, falls ihr euch fragt, wie ich auf den Namen gekommen bin, ich wollte eigentlich erst irgendwas mit Winterfall nehmen, da ja meine Theresa so heißt und auch mein Freund was mit Winterfall heißt, der heißt Iliana Winterfall. Aber alle Vornamen, die mit Winterfall offen waren, die haben mir nicht so gut gefallen. Daher habe ich gedacht, ich nehme einfach mal Autumnfall. Und den Vornamen Ariel fand ich total schön, denn das ist die englische Bezeichnung für Ariel und ich mag Ariel total gerne. Ich stehe eh auf diese ganzen Meerjungfrauensachen. Deswegen ist es Ariel Autumnfall geworden, genau. Jetzt steige ich mal ab und man sieht, mein Connemara-Pony Desert Rose ist nicht unbedingt gut gelaunt, denn ich bin total pflegefaul. Ich habe keine Lust, mich jeden Tag einzuloggen, um meine Pferde zu pflegen, obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht so viel habe. Aber ja, deswegen ist mein Pony gerade nicht ganz so gut gelaunt. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, möchte ich keine Starcoins hier mit diesem Account kaufen und deswegen spare ich mir die auch und kaufe keine Stallhilfe. Ich kann euch mal zeigen, ich habe aktuell 815 Starcoins und spare gerade auf ein kältebeständiges Pferd. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen warten, weil ich will mir wahrscheinlich ein Jorvik'sches Urpferd kaufen. Und das kostet ja über 900 Starcoins. Deswegen werde ich mir keine Stallhilfe kaufen. Desert Rose ist übrigens, wie ihr seht, Level 10 und ich habe tatsächlich nur zwei weitere Pferde im Stall bisher. Das hier ist mein Anfi Popspot und wie ihr seht, auch mein Anfi ist ultra schlecht gelaunt, sogar noch schlechter als mein Pony, auf dem ich aktuell reite. Und ich sehe gerade, dass man beim neuen UI das Level von dem Pferd gar nicht sieht. Kann das sein? Kann das sein, dass man das jetzt echt nur in der Stallübersicht sieht? Wie ihr seht, mein Anfi ist aktuell Level 3. Das nehme ich eigentlich so gut wie gar nie für Rennen. Da man ja das Anfi ganz oft für irgendwelche Story-Quests braucht und da levelt man das Pferd ja dann automatisch mit, da gibt es auch Pferde-XP. Und ich möchte nicht, dass ich irgendwann ein ausgeleveltes Anfi habe und dann die XP von der Story-Quest unbenutzt sind. Genau, deswegen steht das Anfi eigentlich die meiste Zeit im Stall, außer wenn ich es für eine Story-Quest brauche. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das Anfi nicht mag, ich mag es total gerne, sondern einfach nur, weil ich die XP nicht verschenken möchte.
Dann kommen wir hier zu meinem dritten und letzten Pferd. Das ist mein Knabstrupper Rockstar. Ich liebe dieses Pferd. Ich schaue immer, dass ich Pferdefarben hole, die ich mit Theresa noch nicht habe und die auch mein Freund noch nicht hat. Und dieses Pferd hier habe ich mit Theresa nicht. Ich habe zwar mit Theresa zwei Knabstrupper, aber eben andere Farben. Auch Rockstar ist super schlecht gelaunt, wie man sieht. Ja, das waren jetzt hier so meine drei Pferde, wie ich gerade schon gesagt habe. Aktuell spare ich auf ein kältebeständiges Pferd. Zumindest denke ich, dass ich als nächstes ein kältebeständiges Pferd kaufen werde. Muss wahrscheinlich noch zwei Samstage abwarten, bis ich mir ein Yorkshire Urpferd kaufen kann. Und ein Andalusier will ich auch noch unbedingt haben. So, jetzt zeige ich euch noch kurz meine Frisuren, denn da habe ich tatsächlich relativ viele im Vergleich zu meinen Pferden. Ich habe nämlich vier. Das hier ist meine Anfangsfrisur. Und ich wollte dann unbedingt eine andere Frisur kaufen und habe mir dann aber drei gekauft, weil mir irgendwie keine so richtig zugesagt hat. Ich habe mir irgendwie eine Frisur gekauft und dann fand ich sie doch nicht so toll und deswegen habe ich plötzlich drei Frisuren hier im Schrank. Zum einen diese hellblonde mit dem Zopf hinten. Dann habe ich diese hier, die es im Shopping Center gibt oder in Dundle. Und noch eine rothaarige Kurzhaarfrisur, weil ich dachte, rote Haare passt zu dem Namen Ariel. Ich möchte mir diese Frisur oder eine andere aus Dundle auch noch unbedingt in Rot kaufen. Einfach weil ich finde, dass es halt zu dem Namen sehr gut passt. So, dann gehen wir zum Schluss noch kurz an meinen Kleiderschrank. Da sieht man nämlich, dass ich gar nicht so viele Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände habe. Das meiste, was ich hier drin habe, ist tatsächlich aus dem Bonus-Shop oder von irgendwelchen Quests. Also bisher habe ich mir noch fast nichts kaufen können. Man merkt richtig, wie hart es ist, wenn man sich keine Starcoins kauft und sich das alles mit den wöchentlichen Starcoins zusammensparen muss. Oder auch die Jorvik-Schillinge zusammensparen muss. Gerade auf diesem Level, mit höherem Level, hat man ja noch bessere Möglichkeiten, an Jorvik-Schillingen zu kommen, zum Beispiel über Archäologie in Epona. Aber das habe ich ja alles im Moment noch gar nicht. Auf der zweiten Seite sind auch noch mal ein paar Hosen und ein paar Accessoires, auch fast alles aus dem Bonus-Shop, von Quests oder von irgendwelchen Events. Ausrüstungsgegenstände habe ich bisher auch nicht so viele, aber ich habe schon 5 Schleifen in Championaten gewonnen. Das war ganz am Anfang, als meine Pferde noch gut gelaunt waren. Und Haustiere habe ich aktuell 4 Stück, 2 hier im Kleiderschrank und 2 im Inventar. 3 der Haustiere waren vom Weihnachtsevent 2020 und diesen Hund hier gab es, als ich Lifetime Star Rider gekauft habe. Und das war's dann tatsächlich auch schon. Wie man sieht, gibt es hier nicht so wirklich was zu sehen. Ja, ich glaube, das war so alles Interessante, was ich mit meinem zweiten Account Ariel zeigen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwann mal noch ein weiteres Video mit Ariel sehen wollt. Vielleicht ein Pferdekaufvideo, sobald ich meine Starcoins so zusammengespart habe für ein weiteres Pferd. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.